Was macht sie? Ich tue mich schminken. Ich schminke mich ein bisschen. Ich mache mich ein bisschen schön. Ich mache mal ein bisschen Farbe auf mein Gesicht. Ich liebe Schminke. Na? Ich liebe Schminke und ich liebe schöne Klamotten. Ich werde mich dann schön anziehen und dann gehe ich mal ein bisschen draußen. So ein bisschen Haramkleidung und so, weißt du? Sie muss kurz googeln, weil Google ihr bester Freund ist. Oh, komm zu mir, Mocking. Rede nicht so mit mir. Liebe Schminken auch. Ja, Mann, Schminken ist was Schönes. Ne? Jede Frau schminkt sich. Ja, ein bisschen Haram machen, läuft so. Ah, warte, hä, was rede ich für Haram? Bei uns gibt es kein Haram. Bei uns ist alles Halal. Guck mal, genau, das nächste Gebot ist, ach, Argent, Junge, chill mal deine Eier, Alter. So, ach, immer diese deprimierte Leute, ja. Warte. Ich warte einen kleinen Moment, ich bin mal kurz konzentriert mit meinem Ding. Warte. So. Aber ich muss heute meine Nägel machen. Warte. So, erzählt mal was. Baha, wieso sind die Leute hier komisch? Warum denn? Warum sind die Leute hier komisch? Erzähl mal. Wieso sind die Leute komisch? Wieso lässt ihr nicht unser Glauben einfach in Ruhe, ja? Wieso lässt ihr unser Glauben nicht in Ruhe? Heißt es nicht so, du euer Glauben und wir unser Glauben oder so? Also das kann doch nicht sein. Ja? Warum lässt ihr unser Glauben nicht in Ruhe? Warum lässt ihr unseren heiligen Einhorn nicht in Ruhe? Wie kam es dazu, dass du nicht mehr religiös sein wolltest, aus Überzeugung? Meinst du, wieso ich den Islam verlassen habe? Ich habe den Islam verlassen aus Überzeugung. Ich habe den Islam verlassen aus Überzeugung, genau. Weil der Islam eher auf Lügen basiert ist. Der Islam ist auf Lügen aufgebaut. Der Islam ist einfach eine Religion, was quasi von anderen Religionen abkopiert worden ist. Weißt du, was ich meine? Und natürlich der Prophet Mohammed, der hat noch ein paar andere Dinge erfunden und zugefügt. Und ja, genau. Und dann von anderen Religionen viele Dinge abgeguckt und von vielen Poeten auch Sachen abgeguckt. Ja, und dann hat er sich gedacht, ja, okay, erschaffen wir mal einen Koran mit dem Namen Allah, ja? Das ist einfach so ein Puzzle. Weißt du, was ich meine? Der hat sich den Koran einfach gepuzzelt, zusammengefügt, gefügt. Und das mit seinen Gelüsten eingepasst. Also, dass seine Gelüste quasi angepasst
angepasst werden. Genau. Ein Fanatiker. Hallo, Hallo? mein. Hi. Hi, hi. Ups. Wie geht's? Alles Schön, gut? dich. Ja, ich habe dich schon die letzten Male hier gesehen und finde das ganz, ganz spannend, was du erzählst. Und ich gehe damit sehr d'accord. Also, ich muss sagen, ich war jetzt nicht so oft drin, deswegen, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles gehört habe. Aber jedes Mal, wenn ich da so reingehört habe, ist da ganz, ganz viel Wahres dran. Und ich finde das sehr schön, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Wie kommt das denn, wenn ich fragen darf? Wie kommt das? Ich sage jetzt mal so, die religiösen, ne, Muslime, Christen, sagen wir mal, weil die sind immer so aktiv hier auf TikTok mit ihren Streams und so, die machen ja gerne auch ihre Streams, indem sie ihre Bibel oder ihren Koran hier predigen, ne? Und die Leute, sage ich mal, so recht leiten wollen, ne? Oder damit sie so erleuchtet werden. So, deshalb, das ist sozusagen ihre Absicht, ne? Und dann hört man auch gerne bei den Christen weniger, bei den Muslimen eher, dass sie auf einmal die Ungläubigen verfluchen, dass Allah die Ungläubigen verflucht hat, dass die Atheisten unmoralisch sind und pipapo, immer so dieses doppelte Moral, was die halt gerne haben. Und dann mit der Zeit denkt man sich natürlich, hä? Wieso müssen wir uns das überbieten lassen? Somit machen wir einfach unseren Stream, ja, erfinden jetzt auch einen Gott, ne, so wie der Allah erfunden worden ist. So, wir erfinden einen Gott, jetzt den Namen Einhorn, das ist so unser neuer Gott. Und wir machen noch ein paar Gebote, erfinden uns. Wieso stört das denen? Wieso? Aber ihr Gott ist einzigartig und der ist unsichtbar und so weiter, weißt du? Und das sind halt solche Dinge. Und dann Verstehe heißt ich es so, total. weißt du, und dann heißt es so, diese heuchlerische Art von denen, ja, wir akzeptieren die Menschen, aber, weißt du, so dieses Ja, Aber, so. natürlich. Ich weiß genau, was Und du da denkst meinst. du dir, Absolut. okay, alles klar, dann mache ich auch mal das andere, nur andersrum so. Ja, Ja. verstehe ich total, Lara. Also ich muss sagen, das ist mutig, muss ich sagen. Aber ich finde es wirklich toll, weil deine Begründung finde ich auch total sinnvoll. Du sagst, guck mal, die gehen die ganze Zeit raus und sind halt der Meinung, was ja auch okay ist, weil es ist ihre Religion, dass sie da halt rausgehen und erzählen, ja, dahinter stehe ich und daran glaube ich und so. Und ne, wir leben ja in Meinungsfreiheit. Und dann dürfen natürlich Leute jetzt wie du auch kommen und sagen, ja gut, ich habe halt eine andere Meinung zu der ganzen Sache. Und ich verstehe dich. Also ich finde es auch ein bisschen zu viel auf. Also ich gucke mir das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht an. Aber wenn ich mal so durchscrolle, finde ich das auch wirklich latent unverschämt, wie Leute auf die Idee kommen, rauszugehen, ob nun Christen, Muslime, und sagen, du bist scheiße, weil du das nicht bist. Und dann denke ich so, mit welchem Recht erlaubst du dir, mir oder jemand anderen zu erzählen, dass der falsch ist, wenn er nicht ist wie du? Ne? Und dann kommst du und sagst, ja, okay, wo sind denn die Beweise dafür? Was ich auch verstehen kann, weil wir wurden ja alle mit einem Gehirn geboren in dieser Welt. Und du denkst, ja, ist nicht schlecht, das auch mal zu nutzen. Und wenn du mich beleidigen möchtest und sagst, ich bin falsch, weil ich nicht Christ oder Muslim bin, dann erklär mir doch, warum. Und das finde ich, also ich kann das nachvollziehen. Kann das absolut nachvollziehen. Ich finde es auch interessant, diesen Ansatz anzugehen. Und ich verstehe auch total, wenn du sagst, dass die sozusagen ihren Gott haben oder Allah oder wen auch immer. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das darf ja jeder haben, wenn er glücklich ist, wenn er damit Frieden in seinem Leben hat oder merkt, dass es ihm einen Mehrwert bringt. Aber dass natürlich jemand anderes an was anderes glauben kann. Es gibt ja auch genug Leute, die zum Beispiel an Musik glauben, dass deren Religion gefühlt also Musik ist und dann Musik hören und irgendwie in diese ganzen Sachen reingehen. Und was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Hauptsache, es geht den Leuten damit gut. Und das kann ich absolut nachvollziehen, was du meinst, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt halt diesen Einhorn. Und da ist halt auch, habe ich mir ausgedacht und die Gebote habe ich mir auch ausgedacht. Und du darfst ja genauso frei damit agieren, wie andere das auch tun. Also ich kann das nachvollziehen und ich verstehe nicht, warum in deinem Live so viel
sorry, wenn ich das so sage, Hate stattfindet. Warum? Ich meine, du sagst ja auch nichts. Ich meine, die sagen ihre Meinung, du sagst deine Meinung. Warum dürfen die einen ihre Meinung sagen und die anderen nicht? Weißt du, wenn das nur eine Meinung ist, hallo Abu Maji, weißt du, wenn das eine Meinung ist und wie gesagt, wenn das nur in einem Gott, ein Gottglaube bleibt, dagegen habe ich ja nichts. Aber das Problem ist, für mich Problem ist, sind das größte Problem oder die größte Gefahr, sage ich mal, auch Gefahr, was ich dahinter sehe, die religiösen Bücher. Ne? Zum Beispiel der Koran oder die Bibel, Alte Testament. Wenn du das einfach mal lesen tust, da siehst du richtig verachtende Menschen, also Ja, menschenverachtende. dann nenn mir mal ein Warte, Vers. warte, stopp, ich bin noch nicht fertig, warte. Nenn mir mal ein Da sind Vers vom viele. Koran, weil du redest ja vom Koran. Dann nenn mir mal ein Vers Hallo, du dazu. bist hier in meinem Stream, mein Gast, und du Ja, wirst ich jetzt frag dich erstmal doch. mich ausreden lassen, und dann, wenn ich sage, du bist Ja, dran, dann wenn bist du du über meine dran. So Religion lügst, dann muss ich dich ja widerlegen. bis dahin musst du jetzt meine Meinung dulden, und Ich wenn habe noch nicht nicht, so dann viel kicke Zeit, ich ich muss dich. gleich raus wieder. Warte. Ja, ist Sag. mir egal, ob du Zeit oder nicht. Nächstes Mal kommst du dann mit deiner Zeit hoch. Okay, so, jetzt warte, lass mich kurz ausreden. So. Und Wie gesagt, es gibt halt menschenverachtende Verse, und dagegen bin ich absolut. Zum Beispiel im Islam, der ist ja jetzt Muslim, die akzeptieren zum Beispiel die Homosexualität nicht. Ja, die sagen ja, das ist eine Sünde. das Das wird ist, auch im Alten Testament nicht akzeptiert, meine Liebe. ach, Und lass auch im mich Neuen doch Testament. mal meinen Punkt zu Ende Ja, machen, red aus, dann komm, red darfst aus. du. Alles klar. Warte, so. Auf jeden Fall, die sind gegen die Homosexualität, diesen Höllenbewohner, bla bla bla. Und dann gibt es immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, ungläubig, gläubig und so. Weißt du, was ich meine? Und das ist, sorry, das ist für mich kein Gottesbuch. So, jetzt darfst du, bitteschön. Aber warum definierst du Gott nach deiner Moral? Ja, wenn Homosex, warum, sag mir einfach, was Homosexualität bringt für die Menschen. A, es werden weniger Kinder Okay, gebärt. du hast jetzt eine Stopp. Wir machen jetzt Punkt für Punkt. Du machst nicht so das gleiche Spiel wie bei Machiavelli, okay? Ich bin nicht vom Machiavelli Himmel, habe ich schon okay? zerstört, bis er mich blockiert hat, der Miskin. Du hast ihn nicht zerstört, sondern ich habe. Wallahi, ich habe ihn zerstört, Stopp! mit Allahs Erlaubnis. Ja, das kann doch wohl nicht sein. Hallo? Hallo? Unglaublich. Okay, Du red hast gar weiter, kein komm. Benehmen. Gar kein Benehmen. Hast du kein Warum denn? Ich sag Benehmen? doch gar nichts, oder? Ich beleidige dich ja nicht, oder? Ich würde dich ja niemals beleidigen. Ja, das ist ja auch schön. Ich würde dich ja auch nicht beleidigen, aber lass doch die Menschen ausreden. Ich weiß, du hast Temperament. Ich habe auch Temperament. Ich weiß, ich verstehe dich. Nein, aber Aber du trotzdem. hast doch zu mir gesagt, du kannst jetzt fortfahren. Guck mal, Deswegen habe du ich hast geredet. erst mal gesagt, Machiavelli hast du zerstört. A, du hast ihn nicht zerstört, sondern er hat dich zerstört. Normalerweise schuldest du ihm 1000 Euro, aber okay. Die nächste Sache ist, du hast jetzt gelogen. Guck mal, du hast jetzt gelogen. Du hast gesagt, dass der Machiavelli dich blockiert hat. Nein, stimmt nicht. Ich habe dich blockiert und nicht er. So, einmal Ja, das. dann du, wo soll ich Und das dann die wissen? nächste Sache ist, Ich habe nicht du gelogen. bist Warum auf habe ich einmal gelogen, ne? irgendwann mal raus von seinem Stream und bist du nicht mehr zurückgekommen. Ich weiß, es kann ja sein, du hast ja Angst gehabt. Ich weiß ja nicht. Jetzt kommen Wallahi, wir ich zu habe vor den. niemanden Angst. Okay, egal, du brauchst ja nicht Wow, schwören. Gott im Himmel. Ja, Und erst recht jetzt. nicht von Und jetzt Atheisten. kommen wir, zur Moral. Ne? Ich Also, habe wieso. Angst. Okay, ich frage dich mal so, wieso ist es so schlimm, homosexuell zu sein? Ja, meinst du jetzt islamisch gesehen oder religiös gesehen Okay, oder kannst du das vielleicht mit deinem Verstand vereinbaren, dass du einen Moment deinen Koran auf Seite lassen tust, so nur für einen Moment vielleicht? Ja, das ist die Sache, du sagst, du redest ja vom Koran, ne? Aber das ist ja auch im Alten Testament und im Neuen Testament auch eine Ja, Sünde. aber kannst du bitte auf meine Frage eingehen? Jetzt nur so Ja. von deinem Verstand her, Nur nur von so meinem zu Verstand? deinem, genau, nur vor deinem Verstand, ohne jetzt Allah, ohne jetzt einen Okay. Koran. Wieso ist für dich die Homosexualität so was Verwerfliches? Okay, stell dir mal vor, zwei Männer, zum Beispiel zwei erwachsene Männer, adoptieren ein Kind, weil das wissen ja, die Homosexuellen dürfen ja auch mittlerweile Kinder adoptieren und in ihre Gewährschutz nehmen unter Aufsicht. Das bedeutet, sagen wir mal, einer von den Männern holt sein Kind ab, ja, und der andere holt auch das gleiche Kind ab. Also beide haben dasselbe Kind, ja. Und die Kinder, also die Kinder, die mit diesem Kind quasi zur Schule gehen, sagen wir erste, zweite, dritte, vierte Klasse, ja, die sehen, dass zwei Männer den abholen, ja, und dann denken die fragen sich ja, die Kinder, bestimmt fragen die auch ihre Eltern, Mama, warum hat der, keine Ahnung, der Daniel oder Dennis oder wie auch immer, warum hat er zwei Väter als Geschlechter? Ja. Das bringt schon mal erstmal ab dem Punkt, weil Kinder wachsen ja mit dem Verstand auf, was die von den Älteren beziehungsweise sehen oder von den Eltern. Ab da bringt es schon mal einen Schaden mit sich, ja, einen psychischen Schaden. Damit wächst er auf. Und das ist auf Ja, einer aber Seite darf ich was dazu sagen, Abo?
Ich wollte aber Aber auch Trainerin. lassen wir ausreden, genau, und dann kannst du gleich Und was das ist dazu auf einer sagen. Seite, laut Wenigen, nur laut meiner Meinung, moralisch nicht vertretbar, dass Genau. zwei Männer überhaupt ein Kind adoptieren dürfen, weil das ist schon eine schreckliche Tat, meiner Meinung nach, ja. Aber schau mal, wenn jetzt, gleich darfst du ja, aber wenn jetzt zwei Männer jetzt ein Kind adoptieren und dieses Kind ist halt, guck mal, wir wissen doch, dass die Kinder sich auch sich sozusagen integrieren. Das heißt, für sie wird es mit der Zeit diese Sache als normal. Zum Beispiel, wenn sie zwei Väter als Elternteil ansehen, sie werden dann nicht so denken, dass sie unbedingt eine Mutter fragen. Das ist einfach so, sie sind so dran gewöhnt. Also die Kinder sind halt nun mal so. Und deswegen, wieso ist es eine für dich jetzt unmoralisch, wenn zum Beispiel das Kind glücklich mit diese zwei Väter ist? Verstehst du? Ich meine, im Endeffekt, solange das Kind glücklich ist, ob es jetzt Vater, Mutter hat oder Vater, Vater, Mutter, Mutter, im Endeffekt ist ja das Glück des Kindes das Wichtigste und Das sehen das wir. wie man das Kind auch also wie man das Kind erzieht mit einer schönen Art und Weise, mit Liebe und so. Ich meine, das können ja auch Väter geben, nur Väter. Das muss ja nicht unbedingt nur von Mutter und Vater kommen. Verstehst du so diese Eine, Erziehung? die Bindung zwischen der Mutter ist anders, zwischen dem Kind und Aber zwischen dem Vater. Ja, erstens das ich und muss da zweitens, unbedingt was zu sagen zum Gott Thema. erschuf Adam und Eva und nicht Adam und Peter. Ja, wenn wir jetzt auf Ja. diesen Punkt gehen wollen. Aber ach ja, Okay, ganz klar. lassen wir, okay, Dings, Java wollte vorher Machiavelli, lassen wir dir Java was dazu sagen, dann Machiavelli und dann die Jana, bitteschön. Ja, also ich bin Selbstliebe- und Beziehungsmentorin und ich möchte gerne ganz kurz auf den Punkt von Abu was sagen. Und zwar, das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob du jetzt Mutter, Mutter, Vater, Vater oder Mutter und Vater hast, sondern die Kinder werden so oder so traumatisiert, je nachdem, wie die Eltern drauf sind, also wie die sich verhalten, wie sie mit den Kindern umgehen und was für ein Leben sie leben. Und ich muss leider aus meiner Erfahrung sagen, dass ich sehr, sehr oft Leute habe aus islamischen Familien, die hochgradig gerade Frauen traumatisiert sind. Und leider Gottes steht der Islam nicht unbedingt dafür da, dass die Leute dann untraumatisiert rauskommen oder die Tatsache, dass sie Mutter und Vater haben. Das kann man wirklich nicht als eine Bedingung dafür nehmen, dass es dann besser oder schlechter ist, weil ich das leider täglich miterlebe und den Leuten helfe, eben ihre Traumata aufzulösen und einfach mehr in so einem selbstbestimmten Status reinzukommen, wo ich das Gefühl habe, dass Lara sehr, sehr gut in dieser Richtung wirklich geht, dass sie sagt, ich bin ein Mensch, ich habe ein Gehirn, ich kann Sachen, ich kann logische Sachen wahrnehmen, ich kann aber auch wahrnehmen, dass es etwas Höheres gibt wie ein Gott, aber ich muss mich nicht irgendwie zwingen lassen, in irgendwas reinzugehen, sondern ich bin selbstbestimmt. Ich bestimme über mein Leben. Genau. Das war's. Ja, Super, danke schön. danke Das schön. Mach ja eine gute Frage. ist Ja. wirklich richtig, vor allem, wo du gesagt hast, dass gerade aus islamischen Familien auffällig oft ja, Traumata entstehen. Und dass dann gerade Leute wie Abu Majin jetzt andere Gruppen aufgrund der Traumata-Gefahr kritisieren, das ist echt krass. Und Also was erstens, ich ich kritisiere gerade sagen, keinen. Das soll jeder machen, wie er was will. ich Ich habe sagen dir nur wollte, meinen ist, Standpunkt gesagt. dieser Punkt, dass du sagst, ja, wenn da Kinder in die Schule kommen und die haben zwei Papas und dann fragt das Kind, warum habt ihr zwei Papas, dass du das jetzt thematisierst, das ist so ein Schwachsinn, weil das Papa Das und ist kein Vater Schwachsinn, in es die gibt sogar eine Hör doch Studie zu. darüber. Hör doch Abu zu. Majin, bitte aussprechen lassen, danke. Du hast, wenn die Papas in die Schule kommen und das von den Erziehungen her, auch in den beiden anderen Schülern und bei den anderen Kindern, die halt Papa und Mama haben, wenn das da auch halt die entsprechende Erziehung halt passiert, dann wird da nichts mehr unnormal vorkommen. Das wird zur Normalität. Und da gibt es auch entsprechend auch kein Trauma mehr. Du redest gerade davon, dass automatisch jeder, der Papa und Papa hat, ein schlechtes ja, eine schlechte Kindheit haben wird. Nee, Also in du einer meinst jetzt auch Gesellschaft. so ähnlich wie ich, Machiavelli, dass das Kind sich quasi so eingewöhnt, ja? Nee, nicht nur das Kind, auch die Gesellschaft. So, Ja, aber das kannst du nicht es ist definieren, Machiavelli. gesellschaftlich normal. Du Und wenn definierst es das nach deinem gesellschaftlich Leben. normal geworden ist, dann ist das auch kein Problem mehr. Ja, genau, das wird dann zur Aber das ist deine Normalität. Und Meinung. wieso? Ja, aber wieso dürfen wir das nicht als normal sehen? Das ist doch eine normale Sache. Jetzt, okay, du gehst jetzt auf deine Religion bezogen, weil ja angeblich Allah Adam und Eva erschaffen hat, ne, dieses altmodische Weltbild halt, ne? Okay, ich verstehe, aber ich meine, denk doch mit der Zeit, es ist total normal. Ich kenne viele
homosexuellen Männer und Männer, die sind so herzliche Menschen, die haben so viel Liebe, die sind so nett, die schaden keinen Menschen. Nee, das hat doch und nichts damit die, zu tun. Ich kenne auch nee, Muslime, aber die sind herzlich. Ich kenne auch Christen, die sind herzlich. Wieso werden, wieso werden denn diese Menschen von deinem Gott verurteilt? Wieso? Die werden nicht mehr Also von. das ist so. Was? Ja, weil der sie doch erschaffen hat. Gott weiß doch, was am besten für die Menschen ist, oder? Oder weißt du, was für Ja, die die Menschen Sache sind? ist, du Aber Marcin, denkst guck halt, mal. ja, du denkst, dass Aber die Marcin, erschaffen. guck mal, ich will dir was sagen. Ich verstehe das nicht. Ihr versucht das homosexuelle mit Ehen eurem sind. Gedanken aufzufassen, Warte. aber das könnt ihr ja nicht. Ich kann Warte. auch nicht. Guck mal, Marcin, ich will dir was sagen. Aber Ich guck mal, werde wie dir jetzt erklären begründen, wir würde das dir begründen, doch? Du musst es nur ein warum bisschen homosexuelle verstehen. Ehen gut sind. Also homosexuelle Ehen sind gut für die Natur. Und da kannst du mir nicht widersprechen. Ja, du lachst, du hörst mir Nicht dein nur Ernst, zu, du oder? lachst. Michael, ich habe Und von dir jetzt viel lachst du, warte, erwartet. jetzt lachst du und dann gehst du an ein anderes Stream und sagst so, ja, ich habe ihn fertig gemacht. Weil so bist du. Du hörst mir nicht mal zu. Aber Marcin, nicht hier auslachen. Guck Hör mal mal, hier zu. herrscht, hier haben wir auch erstmal Respekt vor unserem heiligen Einhorn, ja, Hornen, Leute. Deswegen bitte hier benehmen. Hier gibt es keinen Hass und nicht auslachen. Lass unseren Propheten Machiavelli mal zu Wort kommen. Astaghfirullah, was du da sagst, unglaublich. Nicht Astaghfirullah, jetzt Warum sagst du Ayib, ja. Astaghfirullah? Ich sage auch nicht Astaghfirullah oder Astaghfirullah, wenn, wenn jetzt einer Machiavelli, jetzt. ich habe mit dir zu reden, ist ja auch ganz okay, aber diese Sichtweise, die du vertretest, ist Ja, dann hör wirklich doch erstmal toll. zu, dann hör doch erstmal zu, bevor du überhaupt Hör mal. die Herkunft meiner Aussage jetzt erstmal gar nicht verstehst. Wie kannst du dann halt anfangen, jetzt das zu kritisieren? Hör Ja. erstmal zu. Schau mal, ich finde, Homosexuelle sind vielleicht sogar von der Natur aus vorausgesetzt, weil vielleicht war das schon ein vorab. Hat das die Natur vielleicht vorab schon gesehen, dass es auf der Welt vielleicht irgendwann eine Überbevölkerung geben wird, ja? Und diese Überbevölkerung wird ja eben, du hast eben gerade erwähnt, dann kommen halt keine Kinder, ist doch okay, weil das ist ja eine gute Maßnahme gegen die Überbevölkerung. Erstens. Zweitens hat das noch einen anderen Ja, Vorteil. richtig. Ja, Hat das noch einen anderen Vorteil? Und zwar es gibt Kinder, die sind weise, die haben keine Eltern. Und sie würden auf der Straße aufwachsen. Und wenn wir die homosexuellen Community vergrößern würden auf der Welt, ja, dann hätten wir vielleicht eine große Chance, Kinder, die keine Eltern haben, doch in ein schönes Heim zu bringen, in eine schöne Wohnung, in ein schönes Haus, in ein schönes Familienleben reinzubringen. Ja, Ja. weil der Homosexuelle eben dann höchstwahrscheinlich durch Adoption zu ihrer Familie gelangen. Und das ist wieder ein Ausgleich. Also ich finde, die Natur spricht viel mehr für Homosexuelle als gegen. Machiavelli, Machiavelli, guck mal. Du weißt ja, dass Homosexualität mit sich viele Krankheiten bringt, ja? Also, oder willst du das auch verleugnen? Ja? Willst du das auch verleugnen? Ja. Welche Krankheiten kommen jetzt, außer jetzt Ja. AIDS, was man Also auch durch den Kuchen Diane, meine, nur zum Abu Majin, Diane, die ist Studentin bei Biologie, gell? Du studierst Biologie. Sie kennt sich da sehr, sehr gut aus. Deswegen, Diane kann ja gerne mal die Meinung Ja. bezüglich jetzt Krankheiten und so sagen. Bitte schön. Also das mit den Krankheiten ist ein beliebtes Argument und auch eine Vorstellung, die eigentlich gar nicht stimmt. Heutzutage sowieso nicht. Und ich würde mich, gut, du könntest jetzt sagen mit Anal, Punkt, 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 dass das halt eine größere Gefahr ist für AIDS, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr das Problem, ne? Man hat Tabletten dagegen entwickelt, sodass es gar nicht mehr übertragen werden kann, plus man hat Verhütung. Aber wie argumentierst du denn bei Frauen? Also wenn zwei Frauen, was soll da jetzt mehr eine Gefahr sein, wenn zwei Lesben Sex haben, als wenn Frau und Mann Sex haben? Und außerdem bei den Du Heteros, weißt bei ja, den Heteros dass gibt es ja auch Geschlechtsverkehr bei Analverkehr. Männern Bei den durch Heteros. Jetzt, aber jetzt den. argumentiert man doch für Frauen, weil Homosexualität bezieht sich doch nicht nur auf Männer. Ja, weil Geschlechtsverkehr bei den Männern durch Analverkehr häufig besteht. Weil so Ja, und jetzt bei sagen wir Frauen mal, können sich nicht okay. anal penetrieren. Ja, Oder okay, haben die dann wahrscheinlich erlauben so. wir, dann deinem Argument nach könnten wir ja bei Lesben wäre ja kein Problem. Guck mal, lange Rede, kurz, also Homosexualität. Ja, Was? Homosexualität. Guck mal, Was? ich würde mal gerne wissen, die größte AIDS-Rate auf der Welt ist ja halt, ich würde mal sagen, so Südamerika, Afrika, so Auf einer ist ja die Seite ist es größte AIDS-Anzahl. Willst du eine mir sagen, dass Krankheit, die die mit Menschen dem dort die Kind, meisten Schwule haben? das damit aufwachsen tut. Abu Majin. Es Wie gibt eine, gesagt, also man weiß ja, Homosexualität ist man eine weiß gewisse ja, Krankheit. Ich merke, das der hat Kind gar damit keine aufwachsen Argumente, könnte. weißt du? Die Sache ist immer, guck mal, ich will wirklich nicht beleidigen, aber Nein, ich merke, du bist ich halt habe so jetzt ein weniger. typisch, typischer Mensch, der wo einfach große Klappe nichts dahinter hat, weißt du? Du kannst einfach Allah, Allahu Akbar, Nein, Verse, ich habe dir gerade Pipapu gesagt, sagen und so, ich habe dir aber in gerade gesagt, Wirklichkeit,
Du weißt selber nicht mal, was du redest. Du redest so unsinnige Sachen von Krankheiten. Ich habe vorhin gesagt, was auch die Heteros bekommen, auch durch ja? Geschlechtsverkehr, viele Krankheiten. Von daher. Hör auf, meine Sachen immer klein zu reden, ja? Ja, nee, gesagt, aber deine Sachen sind nun mal klein. Ja. Deine Sachen sind nun mal klein. Das sind so sinnlose Sachen, was du hier erwähnst. Und deine Argumente sind noch kleiner. Glaub mir, meine Liebe. Deine Argumente sind noch kleiner als meine. Wenn meine Kleine noch kleiner. Ja, das ist jetzt wieder so, dein Ego ist jetzt verletzt und. Du hast nicht ein Argument gebracht, wo ich darüber nachdenke, dass es richtig sein kann, sowas. Ja, aber die Sache ist, guck mal, das Problem ist, du willst aber nicht nachdenken. Du willst jetzt hier irgendwas in den Raum schmeißen und nicht weiterdenken. Ich meine, man hat ja bei Machiavelli gesehen, der Machiavelli hat einfach Hackfleisch aus dich gemacht. Normalerweise, wie gesagt, du schuldest ihm auch 1000 Euro, aber ist ja in Ordnung. Und du hast halt dann Angst gehabt, wieder zurückzukehren und denkst deswegen. Guck mal, Abo. Ich debattiere mit christlichen Missionaren. Was sind dann so kleine Atheisten für mich? Das ist ja gar nichts. Ja, aber okay, du sagst, wir sind kleine Atheisten, wir sind ja so richtig dreckig und so, aber du bist in unserem Stream. Aber was machst du denn in unserem... Warte mal. Du bist in unserem Stream. Du bist gerade mittendrin bei den dreckigen Leuten. Was willst du hier? Also du bist jetzt... Automatisch bist du jetzt auch verdreckt worden, weil wir ja dreckig sind für dich. Bitteschön. Was sagst du dazu? Habe ich gesagt, du bist dreckig? Habe ich das gesagt? Kleine Atheist, dreckig, so ist ja so gemerkt. Guck mal, das ist doch der Punkt. Du kannst nur gegen Christen argumentieren. Ja, Machiavelli hat dich fertig gemacht. Machiavelli ist supi. Also der macht jeden fertig. Deswegen, die Muslime, die haben Angst vor ihm. Die haben Angst vor ihm. Ja, alle Muslime, die lassen den Machiavelli nicht mal zu Wort kommen. Die flüchten von ihm. Der wird immer gekickt und so, weil er macht euch mundtot einfach. Ja? Was? Komischerweise wurde ich ja von euch blockiert und nicht andersrum. Ja? Nein. Ja, nein, ich habe dich blockiert, nicht Machiavelli. Ich habe dich aus Emotionen blockiert, weil du immer wieder mit deinem komischen Koran kamst und mit deinen komischen Versen so radikal und so. Deswegen habe ich dich blockiert. Normal, weil ich argumentiere mit dem Koran. Ja, aber der Koran ist doch kein argumentatives Buch. Das ist doch für uns kein Beweis. Du kannst doch nicht mit deinem Koran uns irgendwelche Beweise, denkst du. Ja, Machiavelli, okay, bitte. Wann hast du ihn denn blockiert? Letztes Mal, aber ich habe ihn blockiert, dann wieder entblockiert. Danke, Machiavelli, deine Diener. Nein, ich habe ihn, guck mal. Lügen ist Haram. Lügen ist Haram, jetzt pass mal auf. Lüge nicht über mich. Ich habe gesagt, ich habe dich blockiert, aufgrund, weil du eine radikale Einstellung hattest. Und deswegen habe ich dich blockiert. Ich habe ihn nicht einmal beleidigt. Persönlich. Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du ihn beleidigt hast. Ich habe nur gesagt, du hast so eine radikale Einstellung, so ISIS-mäßig, weißt du. Deswegen habe ich da dich blockiert, aber ich habe dich wieder entblockiert. Also ich habe dich wieder entblockiert und nächstes Mal, wenn Machiavelli live ist. Wir waren noch live und dann hattest du doch gesagt, dass ich meinen Stream neu starten soll, weil da einige Sachen nicht funktioniert hat. Und dann hatte ich doch gesagt, wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt er nicht mehr wieder. Ich hatte das ja gesagt. Und ich musste den Stream aber neu starten und deswegen habe ich den Stream neu gestartet und dann kam er nicht mehr wieder. Warst du ihn dann genau geblockiert? Weil er war ja erst mit draußen, weil ich den Stream beendet habe und nochmal neu gestartet habe. Machiavelli, ich habe mal eine Frage an dich. Also wann jetzt genau, weiß ich nicht, aber ich weiß ganz genau, ich habe ihn blockiert und dann wieder entblockiert. Okay, also, ist ne? Egal, ob du mich blockiert hast oder nicht. Ist ja egal. Im Endeffekt bist du ja entblockiert wieder und von daher alles gut. Ja. Okay. Danke. Kannst du was fragen? Bitte, wir sind doch, ich wollte nur sagen, wir sind doch alle Menschen, wir machen auch mal Fehler. Also jetzt darauf rumzureiten. Also wie gesagt, ich habe ja zugegeben, aus Emotionen habe ich so gehandelt. Ne? Wie gesagt, das ist nur meine persönliche. Aber bitte gib dem Machiavelli nicht die Schuld, aber ist in Ordnung. Okay. Hallo, bitte. Ich habe es doch verstanden, ist doch gut. Okay, alles klar. Kannst du euch was fragen? Bitte schön. Ihr seid ja Atheisten, oder? Also ihr glaubt... Also erstmal sind wir Menschen, ja? Erstmal Menschen und ja, genau, dann gottlos, genau. Wir sind gottlose Leute, richtig. Okay, ja. Und wie ist denn das Universum laut eurem Verstand? Oh nein. Lass mich mal da was drauf zahlen. Jetzt eine Frage, ich möchte das wissen von euch. Also du möchtest wissen, wie das Universum entstanden ist. Okay, Machiavelli, bitte. Durch eure Lehre, mich ist das wichtig. Okay, also, ja, pass auf, ich will dir ein Beispiel geben, dann erklärt sich das. Erstmal haben sich Menschen schon immer gefragt, wie entsteht Blitz, wie entsteht Donner. Und weil man das nicht wusste, hat man Gott dahinter gesetzt. Und heute sagt keiner mehr, dass hinter dem Blitz und dem Donner halt Gott sitzt. Das machst du nicht mehr, das macht auch jeder andere Gläubige nicht mehr. Ja, vor 800 Jahren hat man das vielleicht noch gemacht. Und jetzt
wo viele andere Sachen geklärt sind, wie zum Beispiel Krankheiten, ne, Bakterien etc., habt ihr keine Grundlage mehr für Gott, außer nur noch eine einzige Sache, das ist die Entstehung des Universums. Genau weil dort nämlich die Wissenschaft auch noch nicht so weit ist, wie vor 500, 600 Jahren zum Beispiel bei den anderen Themen, genau dort platziert ihr jetzt Gott, das ist eure einzige Aussage wieder, wie ist dann das entstanden? Das heißt, ihr versucht mit einer Unwissenheit, einer Sache, die auf Unwissenheit basiert, Gott zu erklären. Irgendwo sind Hintergrundgeräusche. Leute, wer nicht redet, bitte stummen. Aber Marjin, stumm dich mal bitte kurz. Irgendwo sind Hintergrundgeräusche. Oder Machiavelli, bist du vielleicht draußen? Nee, ich bin nicht draußen. Also das heißt, du beweist eigentlich meine Aussage, weil das ist ja meine Hauptaussage. Gott ist dort, wo kein Wissen ist. Und das bedeutet, dass Menschen versuchen, immer Gott dort zu beweisen, wo man etwas nicht anders erklären kann. Und genau das macht ihr. Und ich finde das sehr schwach, dass das Fundament eures Gottes immer die Unwissenheit ist. Und okay, das ist ich bin noch nicht fertig. Okay. Und, heißt, es gibt natürlich Theorien, ja, und ich bin keiner, der diese Theorien jetzt irgendwie empirisch selber beobachtet hat. So, ich kann nur sagen, dass die Wissenschaft ist da halt noch nicht so 100% so weit, dass man da 100% das erklären kann, wie zum Beispiel Bakterien, Viren etc. oder halt andere Mikroorganismen. Aber meine Frage wäre jetzt, nachdem ich gesagt habe, ich weiß es nicht, an dich zurück, was sagt denn der Koran darüber, wie das Universum entstanden ist? Hast du jetzt eine Antwort darauf durch den Koran? Ja, habe ich. Ja, wo steht denn im Koran? Wo steht im Koran, wie das Universum entstanden ist? Beschreib mir mal den Vorgang. Was sind da physikalische Reaktionen? Sura 21, kannst du lesen. Ich erkläre es dir aber jetzt auch. Du meinst, was Himmel und ausgebreitet. Da sagt er, dass das Universum... Wir haben den Himmel geschaffen. Nein. Ich wollte mich nur kurz verabschieden. Danke, Lara. Okay, aber danke, dass du da warst. Danke. Danke, Liebes. Tschüss. Dass das Universum... Kann ich was sagen? Also der hat gesagt, dass das Universum eine einheitliche Masse war und danach hat er die Masse getrennt und es gab eine Explosion. Ja? Daraufhin kam alles Lebendige aus Wasser, daraufhin hat sich das Universum ausgedehnt und so dehnt er das Universum aus. Mhm. Albert Einstein hat doch damals gesagt, das Universum entsteht, aber es dehnt sich nicht aus. Was haben Wissenschaftler herausgefunden? Dass das Universum... Was erzählst du mir jetzt von irgendwelchen wissenschaftlichen Fehlern? Du hast jetzt gerade diesen Vers erklärt und jetzt lass mal kurz diese Wissenschaftler, gehen wir mal kurz auf den Vers ein. Bitte schön, mach hier. Warte, stopp, so, jetzt mach ja Welle, sag uns bitte was dazu. Ganz kurz, Lara, warte, weil der Vers war ja, warte. Warte, okay. Aber das geht doch so nicht. Lass mal ein. Warte. Wir müssen jetzt diesen Vers klären. Abu Majin sagt einen Vers, wo er halt seinen Beweis herholt und dann springt er wieder zu woanders hin und dann springt er wieder dahin. Chill mal, mach mal deinen Beweis und dann lass uns darüber reden. Du weißt, dass du gegen... Warte, ausreden lassen. Bitte, kannst du weiterreden? Steht im Koran mit Jesus. Guck mal, erstens, herzlich willkommen in der polytheistischen Religion, weil jetzt hast du dich quasi mit deiner Aussage dorthin katapultiert, Abu Majin, weil diese Aussage, dass Himmel und Erde zusammen eine Masse war, das ist nämlich im Ursprung ein Wissen, das eben auch bei den Griechen vorhanden war, 4000 vor Christus schon, ja? Oder halt in der chinesischen Mythologie. Warte, das heißt, dieses Wissen gab es schon tausende Jahre vor Mohammed. Heißt, wenn ihr mir das als Wunder heranführt, solche Sätze als Wunder oder beziehungsweise als Beweis für das Göttliche, für das gebringt, dann tut mir das leid, dann seid ihr raus aus der Religion und ihr erachtet dann die griechische Mythologie als das Wahre. Weil die haben das viel früher gesagt. Ganz kurz nur, Ella, darf ich kurz was zum Chat sagen? Leute, bitte spammt mich tausendmal rein, dass ihr rein wollt. Die Lara sieht das, wenn sie will, macht sie euch rein, wenn nicht, dann nicht. Ich verstehe nicht, warum man das 20.000 Mal reinschreiben muss. Ja, eben, ganz komische Menschen. Okay, lassen wir mal den Mo King zu Wort kommen, bitteschön. Okay. Herzlich willkommen.
Bitte schön. Und zwar ganz kurz einmal zu der Sache mit, du hast gesagt, deine Aussage war, Unwissenheit schafft Glauben, oder? Nein, Gott ist dort, wo kein Wissen ist. Ja, also, Gott ist da, wo kein Wissen ist. Das ist unsere Aussage, richtig. Also sag, wenn wir nicht weiter wissen, dann glauben wir, Gott weiß die Antwort. Nein. Nein, wenn ihr nicht weiter wisst, dann platziert ihr auf einmal Gott, weil ihr halt nun mal nicht weiter. Also das heißt, in Wirklichkeit tut ihr Gott erniedrigen, weil Gott ist nur da, wo die Unwissenheit herrscht. Also sagst du, wenn wir nicht weiter wissen, dann heißt das, wir denken, Gott war das. Oder Gott hat was damit genau, zu tun. Genau, ihr denkt dann, es ist Gott, weil ihr habt dafür keine Antwort. Also denkt ihr, okay, wir sagen mal, Gott war das und dann lehnt ihr euch sozusagen zu. Aber wenn die Wissenschaft so weit ist, dann wissen wir die Wahrheit. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du weißt, ob es extra ist, ob du extra tut, als ob du nicht verstehst. Okay, warte mal bitte. Guck mal, ich mache euch das ganz einfach. Eigentlich müssen wir nicht so viel denken. Erstens müssen wir das wissen, wie die Welt entstanden ist, wie das Universum entstanden ist. Müssen wir wissen, wie die Menschen entstanden ist. Wenn wir das wissen müssen, wo ist der Sinn, dass wir das wissen müssen? Was bringt es uns? Wo ist dann der Sinn? Bitte schön, erklär mir jetzt den Sinn. Okay, darf ich das weitermachen? Weil ich will ja auch kannst du mir den Sinn erstmal erklären, wieso wir das überhaupt wissen müssen? Ich will alles erstmal kurz erklären. Also rein logisch, bevor wir entstanden sind, ne, rein logisch gesehen, könnten wir ja nicht erfahren, was mit uns passiert ist, weil wir nicht da waren, oder? Das heißt, wir müssen Theorien aufstellen. Und im Koran ist die Theorie, beziehungsweise das Wissen, dass Gott, es war nichts da, nichts außer Gott. Und Gott ist der Anfang und Gott wird auch das Ende. Also Gott hat Anfang des Universums und Ende des Universums ist nur Gott. Und Gott hat zuerst Himmel und Erde in 6 Tagen, beziehungsweise erst den Stift und dann den Thron erschaffen. Und dann hat er in 6 Zeitabschnitten Himmel und Erde erschaffen. So, das ist unsere Theorie. Ob das stimmt oder nicht, im Koran steht, es war eine Materie, ein Klumpen, ein Haufen. Und laut der Wissenschaft heute stimmt das ja. Es war ein Haufen, es war unendliche Dichte, es war alles ganz klein, es gab den Urknall. Und es stimmt auch, nur weil das einer vor 1400 Jahren gesagt hat, ja, es war alles eine Masse. Und nach 1000 Jahren, nach 1400 Jahren, einer kommt, ein Wissenschaftler, und sagt, ey, das stimmt, es gab den Urknall, einer wie Stephen Hawking, sagt das da, ja, aber die Griechen haben das ja auch vor 5000 Jahren gesagt. Ey, gut, dass die Griechen das gesagt haben und das im Endeffekt heißt es richtig ist, heißt ja nicht, dass sie dann dumme Scheiße gelabert haben. Es kann ja auch der erste Mensch der Welt gedacht haben. Ist ja am Ende richtig. Nein, ich behaupte, dass der Koran ein Plagiat ist. Ein Plagiat, also es ist Kopie. Ja, natürlich. Oder das ist einfach nur Kopie. Okay, dann sage ich ein paar Sachen. Oh, gut, dann du kannst doch nicht eine Kopie als Wunder darstellen. Okay, dann gebe ich dir ein paar Beispiele. Tamam? Erstens. Zweitens, im Koran ist nicht vom Universum die Rede. Da ist nur von Himmel und Erde. Von der Welt, also der Erde, wo wir leben. Ne? Nicht das Universum. Nein, dann ist Dunja gemeint. Es gibt Unterschiede zwischen Dunja und Universum. Ist es mit der Dunja gemeint? Himmel und Erde ist die Dunja gemeint, nicht das Universum. Nein, Dunja ist die Erde, wo wir auf ihr leben. Oh mein Universum. Gott, Dunja ist alles in diesem, das ganze Universum ist Dunja. Alles. Ja. Die Milchstraße ist Dunja. Himmel, wenn du sagst, ich habe Himmel und Erde erschaffen. Sag mal bitte, dass der Koran kein Plagiat ist. Beweis mir, dass der Koran kein Plagiat ist. Warte mal, du musst erst beweisen, dass er kein Plagiat ist. Dass er eins ist. Ich sag ihm aus meiner Sicht, warum er kein Plagiat ist. Warum jemand, der etwas behauptet, der muss beweisen, so wie ihr sagt. Okay, ich beweise. Ja, Machiavelli hat was behauptet. Hallo, der Reiner, der Mucking war am Reden. Jetzt, ja, redet. Achso, keine Ahnung. Wer will reden? Ich will eigentlich. Achid, rede du, Mucking. Okay, und zwar, Machiavelli sagt auf jeden Fall, Koran ist ein Fälschung, beziehungsweise es ist kein Wort Gottes. Okay. Nein. Das sagen wir auch. Ich sag ja alle. Gut. Ja. Der Koran, kurz historisch, vor 1400 Jahren, 600 Jahren nach Christus. Wer hat den Koran aufgeschrieben? Wer war das? Menschen. Wir sagen, also der Muslim sagt, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, das war einer, der hat gelebt. Es gibt auch Beweise, er hat gelebt. Er war also wenn du das genauer nimmst, der Uthman hat den Koran geschrieben. Nein. Zayd ibn Haritha hat den untergeschrieben. Ich kenne nicht, dass der Usman den geschrieben hat. Sayyidina Muhammad hat den Kommen wir doch zu den Punkten. Was geschrieben hat. Was steht da drin? Der Typ, der war Analphabet.
Okay, der war Behauptung. Nein, der Typ, guck mal. Okay, der Typ war nicht. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja, wer ist der Typ? Ich fest auf der Aussage, lass ihn ausreden. Okay, lass mir auch weiter ausreden. Warum redet er immer zwischendurch? Der Typ war unwissend. Man weiß historisch, der Typ, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der hat kein Wissen erlangt. Gut. Der hat aufgeschrieben im Koran. Im Koran steht, im Universum gibt es schwarze, also gibt es Dinge, die schlingen alles wie ein Staubsauger in sich hinein. So, hätte vor 1600 Jahren einer das behauptet, würde der dumm angeguckt worden, ey, was laberst du? Mittlerweile hat Stephen Hawking vor ein paar hundert Jahren gemerkt, okay. Okay, jetzt Punkt, Stopp. Achiavelli, bitte erklär das. Ich bekomme Kopfschmerzen, bitteschön. Ich kenne den Punkt nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Weil okay, könnte auch daran liegen, dass das ein Vers ist, den ich zwar kenne, aber Neuzeit-Apologeten versuchen immer diesen Vers mit neuen Worten irgendwie nochmal auf einen wissenschaftlichen aktuellen Stand zu münzen. Ja, das macht man gerne. Nein, hör nicht zu. Ich kenne das, was du. Ich müsste es mir angucken, ich müsste es durchlesen und dann wüsste ich, wovon du redest. Aber ich weiß auch, vielleicht kenne ich das auch nicht, weil du es so darstellst, wie es da vielleicht gar nicht steht. Das macht man nämlich gerne. Ja, dass man, wie gesagt, nein. Ich lese das, ich lüge nicht, ich kann alles nachgucken nach dem Stream, okay? Ja, doch, im Koran, das ist der erste Punkt, den ich gesagt habe. Schwarze Löcher werden genannt. Und erst Jahre später, der war nicht Wissenschaftler, nach vielen Jahren haben die bewiesen, okay, es gibt so Dinger, die ziehen wirklich alles rein, selbst Licht ziehen die an. So. Warte, ich hab eine ganz einfache Frage. Okay, sagen wir jetzt mal, diese Sachen stimmt es. Woher willst du aber wissen, dass das vom Islam kommt? Woher willst du wissen, dass das eventuell vielleicht von den anderen Religionen abgekommen ist? Weil das in keinem Buch der Welt steht, nur im Koran. Warte, wo ist dein Beweis? Lass mich antworten. Lass mich antworten. Nein. Ja, Mo, du antwortest. Ich habe ihn gefragt. Warte. Okay, nochmal deine Frage kurz. Also wer gibt dir die Sicherheit, dass das wirklich vom Islam ist? Woher weißt du, dass der Islam das nicht abkopiert? Hast du den Koran gelesen, ehrlich? Hast du den Koran gelesen? Ich frag dich. Wie auf meine Frage. Hast du den Koran gelesen? Eine kleine Gegenfrage. Hast du den Koran gelesen auf Deutsch? Geh auf meine Frage ein. Ja. Okay, dann sage ich dir deine Antwort. Weil du den Koran nicht gelesen hast, bist du dir nicht sicher. Nein. Du wirst mir jetzt eine Antwort geben und eine, also das heißt, du hast jetzt keine Antwort. Du hast keine Antwort, oder? Ja, ich sag dir doch meine Antwort. Das ist doch meine Antwort. Ich bin davon überzeugt. Ja, aber du kannst doch nicht als Antwort sagen, du hast den Koran nicht gelesen. Was ist das für eine Antwort? Was? Ja, weil einfach zu viele, okay, ich sag dir meine Antwort, weil zu viele Sachen im Koran stehen. 80% der Sachen, die im Koran stehen, wurden heute als wahr bewiesen und 20%, die im Koran stehen, wurden noch nicht als wahr bewiesen, weil man die noch gar nicht wissenschaftlich herausfinden kann. Die kommen noch in Zukunft, wir sind noch gar nicht so weit. Das Buch wurde vor 1500 Jahren Du hast jetzt keine Antwort, du hast meine Frage nicht beantwortet. Warte, Achim, warte kurz. Es sind zu viele Sachen, wie zum Beispiel. Also, du hast meine Frage nicht beantwortet, sorry, das geht hier nicht, du hast meine Frage nicht beantwortet. So, jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Lara, guck mal, bevor ich hier irgendwas sage. Einfach, guck mal, nur kurz und knapp, nicht so viel um den Hals. Woher weißt du, dass der Koran diese Sachen von, ich meine, der Islam von sich aus alles gesagt hat? Bitteschön. Wie der Islam von sich aus, also du musst ja woher weißt du, dass diese Wunder vom Islam kommen? Vielleicht sind ja diese Vorhersagen oder was ihr Wunder nennt, keine Ahnung, von anderen Religionen. Okay, also das Judentum kann es schon mal nicht sein. Das Christentum kann es schon mal nicht sein, weil der Koran diese... Warte doch, lass mich doch mal bitte antworten, wenn du eine Frage stellst. Ja, aber wieso? Du musst es ja begründen. Wieso? Ich begründe dir das doch gerade. Was ist denn los? Ja, okay, dann... Du kommst einfach nicht klar, wenn man was sagt und du kickst Leute runter. Warte, lass mich antworten. Ja, also, weil ihr nicht antwortet. Ja, dann... Ja, man kann nicht antworten, wenn du dazwischen redest. Okay, also nochmal. Okay, ich versuch's nochmal. Bismillah. Okay, bitteschön. Bismillah. Also, guck mal. Bitte nicht dazwischen drin. Also, Judentum kann es nicht sein. Und das Christentum kann es nicht sein, weil der Koran explizit diese Religionen exklusiert. Also diese Religionen sind exklusive, okay? Das heißt, die können es schon mal nicht sein. Was gibt es noch? Hinduismus, Buddhismus, diese Religionen sagen nicht, du hast einen einzigen Gott. Der Koran will von dir, Allah subhanahu wa ta'ala will von dir, dass du dich einem Gott hingibst. Übersetzt du diesen Begriff, kommst du auf Islam. Übersetzt du den Begriff Gott ergebener, kommst du auf Muslim. Jeder Mensch heutzutage kann zu fragen... Stopp, korrigieren. Ich muss dich korrigieren. Stopp. Wenn du jetzt genau dieses Wort Muslim nimmst, das heißt
nur ergeben, aber das heißt nicht Gott ergeben. Nur so mal aber nebenbei. Deswegen, Muslim kann auch in eine Religion sozusagen Gott ergeben kann, in diese andere Religion. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es Gott ergeben hat. Ich habe gesagt, guck mal, erstmal meinte ich Islam. Ergeben. Bitte schön. Islam, Hingabe. Ja. Zu wem? Ja. Hingabe. Ja, also würdest du mir sagen, Islam bedeutet einfach nur Hingabe? Ich habe gesagt, Muslim, Gott ergeben. Muslim okay. heißt nicht Gott ergeben, das heißt okay. nur ergeben. Wieso nennen sich dann arabische Juden, arabische Buddhisten, arabische Christen nicht Muslime? Wenn sie doch auch Gott ergeben sind. Aber ich sag dir nur, was dieses Wort ist. Deswegen meine Frage, woher nimmst du dieses Allah, Allah hab ergeben? Habe ich gerade beantwortet. Also, weil der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala spricht davon mehrmals im Koran, dass du dich Allah ergibst, dass du seinen Befehlen folgst, seinen Gesetzen untersetzt bist, unterliegen bist und dich unterwirfst, dich unterordnest und du ein Diener bist. Wenn du ein Diener bist von jemandem, gibst du dich ihm hin und du bist ihm ergeben. Ich habe sie gerade einfach damit beantwortet. Ich habe mich doppelt gemeint. Wer nicht redet, Leute, stummen. Ja, ja. Aber jetzt mal zu der Frage. Du bist warte doch Koran mal, wir sind doch im Thema. Du glaubst an den Koran. Das ist dein Glaube. Guck mal, aber ich bin vom Thema zu Thema. Er kommt, guck mal, Lara, warte mal. Er kommt rein und redet direkt. Was? Wir waren doch gerade über was ganz anderes am Reden. Der kommt rein und fragt direkt was ganz anderes. Nee, ich frag dich, du sagst doch, Islam und alles bedeutet ergeben und so weiter. Das ist ja, doch das du Thema. Bist dem, du okay. bist dem ergeben. Aber das ist für mich kein Beweis, dass du diesen ergeben bist oder dass die Wortbedeutung ergeben ist, dass dem, was ihr ergeben seid, auch faktisch richtig ist. Guck mal, du hast 10 Wörter gesagt. Ich habe nicht mal eine Sache verstanden. Also, wenn ich richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt, ey, ich habe nichts verstanden. Kannst du bitte wiederholen, was du meinst? Bitte. Ja, du sagst, du bist dem Koran ergeben. Das ist ja deine ich persönliche Sache. Aber das ist für mich kein Beweis, dass musst, der Koran ja, von Gott kommt. Ja, Turu, subhanallah. Ich habe, guck mal, A'udhu Billah, wer sagt, er ist dem Koran ergeben, ist kein Muslim. Vielleicht musst du das in deinen Fisherman's Friends Kosmos immer einsetzen. Warte, warte, warte. Am Autobahnkreuz 31 Kreuz Wünnenberg rechten oder Fahrstreifen ist benutzen, das hat nicht um den Schildern auf A44 Richtung Kassel zu folgen. Kannst du dich stummen? Okay. Du hast wirklich das erste Mal produktiv jemand gekickt, Lara. Das ist echt Fortschritt. Also, echt. Also guck mal, der Typ hatte wirklich keine Ahnung. Der war sein LKW da am Fahren. Der soll lieber nach Kiel. Der ist auch so Kiel. Ach, Leute, ihr seid doch schon geil. Ach. Ich rede okay, wo ist jetzt der Beweis, dass der Koran nicht von Menschen geschrieben ist? Subhanallah. Okay, soll ich jetzt sagen? Okay, gib mir den Beweis. Ja. Lara, du hast gerade deine Frage habe ich beantwortet. Jetzt Sonnenschein, jetzt kommen wir zu dir. Subhanallah. Ja. Guck mal. Bismillah. Also, es gibt erstmal den Fakt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bewiesenermaßen und bekanntermaßen ein Analphabet war. Das heißt, er konnte weder schreiben noch lesen. Okay? Erste Sache. Ja. Wenn du das in der Grundform. Bewiesenermaßen ist sehr, sehr mutig, aber mach weiter. Oh. Es ist nichts bewiesen, aber egal, mach weiter. Machiavelli, bitte, ich rede mit Sonnenschein. Wir können gleich zusammen reden. Rede doch vernünftig, bewiesenermaßen. Das ist nicht bewiesen. Dann hör doch auf, diese Wörter zu benutzen. Oh mein, vernünftig. Okay, aber wenn Leute das sagen, ist es bewiesen. Ja, aber welche Leute sagen das? Ja, dass es bewiesen wäre, ist nicht bewiesen. Ich wollte gerade, nee, warte doch. Kannst du dich stumm bitte? Ich will Sonnenschein kurz die Frage beantworten, weil ich habe eine Antwort darauf. Also ja, Sonnenschein. Okay. Guck mal, wie gesagt, das ist die erste Sache. Wenn du das ablehnst, wirst du das alles, was danach kommt, auch ablehnen. Ne? Wie gesagt, er war ein Analphabet, konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und er hat den Koran den Leuten vorgetragen, gesprochen, rezitiert. Okay? Und kurze Frage, du weißt ja zum Beispiel, der Buchstabe B wird ja B ausgesprochen, nicht Bu, Ba oder Bi, ne? Ja. Du weißt ja, dass der Buchstabe C, C ausgesprochen wird und nicht Zi, Za, Zu. Ja. Wenn jetzt ein kleines Kind sprechen lernt, für das Sprechen lernen musst du ja nicht schreiben oder lesen können, ne? Sprechen lernst du ja so. Deswegen kann ein vierjähriges Kind, fünfjähriges Kind auch mit dir reden, obwohl das nicht eine Seite lesen kann. Korrekt, oder? Mhm.
Okay, jetzt stell dir vor, dass dieses Kind zu dir kommt und auf einmal sagt, das Kind, was einfach von dem Haushalt sprechen gelernt hat, stell dir vor, das Kind kommt zu dir und sagt, A, B, C. Ja. Und es gibt keine TV-Sendung oder sonstiges. Und irgendwann kommt es zu dir und sagt, X, Y, Z. Ja. Genau das ist es im Koran, woran du auch erkennst, dass dieses Buch, dass er das nicht geschrieben hat, sondern dass es von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie kommst du jetzt da drauf durch die Aussprache? Sag ich dir, weil ein Analphabet nicht schreiben und nicht lesen kann, wie ich dir, ich habe dir gerade ein Gleichnis gestellt mit dem Kind, weil dieses Kind... Okay, eine Zwischenfrage, ganz kurz, das ist sehr, sehr wichtig. Lass mich es doch zu Ende erklären, Lara. Ja? Aber das ist wichtig, sonst hab ich meine Frage vergessen. Merk sie dir bitte. Schreib sie in den Chat und schick's nicht ab, dann weißt du es bis gleich noch. Ich habe dir gerade ein Gleichnis gemacht, Sonnenschein. Dass ein Kind, ja, wenn es dir kommt und sagt X, Y, Z, aber es hat Sprechen doch nur zu Hause gelernt. Woher weiß denn dieses Kind, wie die Buchstaben ausgesprochen werden, wo es doch nicht lesen und nicht schreiben kann? Und genau das findest du im Koran wieder. Zum Beispiel so eine Sure, Yasin. Das sind zwei Buchstaben und das ist wie ein Buchstabe ausgesprochen wird. Das ist wie, ob ich sage A, B, okay? Aber das, was ich dir sagen will, ist, ein Analphabet, der nicht schreiben und nicht lesen kann, kann ja auch nicht wissen, wie man die einzelnen Buchstaben ausspricht. Weil er hat das Sprechen ja nur im Haushalt gelernt. Ganz kurz im Chat, Leute, an meine Mutis, wer andere Götter beleidigt und den Koran als einen Klobuch oder sonst etwas nennt und den Propheten als irgendwas pädophil darstellt. Alle diese Leute stummen, hier wird keiner beleidigt. So, weiter. Ja. Also, ich bin da jetzt. Hast du die Antwort verstanden oder soll ich noch mal ausführen? Also, wenn ein kleines Kind sprechen gelernt hat, kann das dir den ganzen Vortrag halten und du kannst es aufschreiben. Aber dieses kleine Kind kann dir ja nicht mitten im Vortrag sagen, X, Y, Z. Ich habe mal eine entscheidende Frage dazu. Warte doch. Aber ich wollte eigentlich diese Frage, das passt nämlich, Stopp mal. Okay, schau mal. Woher weißt du, dass der Prophet überhaupt Analphabet war? Woher hast du diese Sicherheit? Es kann sein, er war ein Betrüger. Also guck mal, dass er ein Analphabet war und nicht schreiben und nicht lesen konnte, siehst du erstens im Koran. Mhm. Ja. Ja, aber der Koran ist doch kein Beweis. Also, weißt du, was also ich meine? Also warte mal, im Koran... Woher hast du diese Sicherheit, Guck mal, es kann ja sein, vielleicht hat er nur so getan oder hat einfach irgendwelche Hadithe gesagt oder Verse gesagt, sodass er nicht lesen kann, damit es nämlich so rüberkommt. Guck mal, es hat bei mir geklingelt, aber ganz kurz. Du sagst ja so, wenn es doch geplant wäre, wieso war denn seine Familie komplett gegen ihn und hat seine Botschaft abgelehnt? Und nein, ich habe gesagt, der kann lesen. Wieso kommt er mit diesem Argument lesen und nicht schreiben? Woher weißt du das? Vielleicht kann er... Der ist ja doch. Ja, red weiter. Ja, ich bin fertig. Diese Frage. Ich würde mal. Achso, er ist jetzt weg, schade. Ich wollte eine wichtigere Frage stellen, eigentlich gesagt. Ja. Guck mal, ich sag euch so: Wäre die Familie mit ihm gezogen, würdet ihr heute sagen, guck, die Familie hat es geplant. Aber ihr seht, subhanallah, die Weisheit, sogar seine Familie war gegen ihn und sie hätten ja sagen können, das stimmt nicht, er kann lesen und schreiben, aber das alles existiert nicht, sowas existiert nicht. Oh, du übersiehst da ganz wichtige Sachen. Warte mal, ganz kurz. Okay, meine Familie ist auch gegen mich, bin ich jetzt eine Heilige? Hä, nein, oh mein Gott, du verstehst das nicht. Nein, das meinte er gar nicht. Er meint damit, die Familie hätte ihn ja verraten können. Aber, der Punkt ist, die Grundlage, dass ich rede jetzt nicht nur von diesen, dass er eventuell schreiben könnte und dass er verraten worden wäre, sondern von allen anderen Themen. Ja, alles, was gewisserweise negativ gegenüber dem Propheten ist, wurde sowieso weggemacht. Und das, was überlebt hat, wurde als unauthentisch erklärt. Punkt. So, also das heißt, man hätte sowieso dem keine Möglichkeit gegeben, dass man. Du sagst, es wurde als unauthentisch erklärt. Kannst du mir erklären, wie meine... Ich habe nicht gesagt, dass das unauthentisch erklärt wurde. Ich sage nur, dass Sachen, die gegen den Propheten sind, als unauthentisch erklärt werden oder halt auch vorab schon weggemacht werden. Aber egal, ich habe eine ganz andere Frage. Viel wichtiger ist... Warum existieren denn von Schiiten und ihr anderen Imamen oder Ahmadiyya-Bücher, die sagen, es gibt einen anderen Propheten und es kommt noch ein Prophet,
dann würde es diese Sachen ja auch nicht geben, die es seit längerer Zeit gibt. Aber das wird abgelehnt. Von uns, ja, aber es existieren diese Argumente und es gibt genug Leute, die daran glauben. Es gibt es wirklich abgelehnt. Also das heißt, man kann den Islam doch verändern und Allah schützt den Islam. Natürlich, der Islam ist nicht so. Wobei doch Allah ja im Koran selber geschworen hat, dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat. Jeder hat so seine eigene Sicht. Machiavelli ist dran, hallo, chill mal, Machiavelli ist dran. Ja, dann rede nicht über meine Religion, wenn du die anderen nicht verkraftest. Hallo, du bist hier und wir werden über deine Religion reden und wenn wir wollen, wir werden auch gegen deine Religion reden. Du bist hier in meinem Stream und du hast dich hier an meine Regeln zu denken. Und hier herrscht Meinungsfreiheit und wir werden auch gegen deine Religion Dings. Und wenn du das nicht cool willst, kannst du gerne auch weitergehen. Hast du gehört? So, das ist mein Stream und lass jetzt Machiavelli zu Wort kommen. So, bitteschön. Also ich wollte sowieso auf diesen einen Punkt noch kommen, aber das passt auch als Übergang ganz gut, weil man merkt ja auch, dass der Islam keine Sache ist, die jetzt glasklar einzigartig ist, sondern dass das wieder halt typisch menschlichen Problemen unterfangen lässt. Zum Beispiel, dass das halt verschiedene Interpretationen gibt, dass man das so versteht oder das so versteht. Das heißt, es ist gar nicht so super, wie man das immer versucht darzustellen. Und das eben auch mit dem Punkt, was du gerade erwähnt hast. Und das ist der super Übergang eigentlich, weil du sagst gerade, wie ein Kind, der jetzt zum Beispiel auf einmal A, B, C sagen kann. Ja? Und das ist jetzt wieder eine Interpretation von dir, weil wir erzählen, was das bedeutet. Das weiß gar keiner im Koran. Also keiner weiß, was das bedeutet. Keiner weiß, warum Yasin im Koran steht. Keiner kann das erklären. Und natürlich kann man jetzt Interpretationen machen, wie du jetzt zum Beispiel. Ja, das ist halt. So, das ist, weil man halt zeigen möchte, dass, dass der Mohammed A, B sagen konnte. Weil das sind ja nur, zwei Buchstaben. Ja? Das sind nur zwei Buchstaben. Ganz kurz. Guck mal, du hast mir was in den Mund gelegt. Ich habe dieses Geheimnis damit nicht interpretiert. Ich habe ganz einfach gesagt: guck mal, dieser Typ konnte nicht schreiben, nicht lesen, hat aber Buchstaben genannt, so wie man sie auch ausspricht. Guck mal, ich muss jetzt auch weiterarbeiten. Ich komme irgendwann vielleicht nochmal rein, aber man alles merkt, klar. Ihr seid aber in welchen Zusammenhang hat er das denn geschrieben? Einfach Pseudowissenschaftler seid ihr. Du bist Pseudowissenschaftler. Was wissenschaftlich nicht bewiesen wurde. Guck mal, die Sache ist, dir passt einfach nicht unsere Meinung, weil du weißt, tief in deinem Herzen kennst du die Wahrheit. Tief in deinem Herzen weißt du ganz genau, dass wir die Wahrheit sprechen. Deswegen hast du gerade eben so reagiert. Also, trete zur Wahrheit und nimm unseren heiligen Einhorn an zu Gott und dann wirst du errettet werden, so mit deiner Vernunft. So, ja, also die Evolution ist bewiesen. Die Wissenschaft weiß schon alles. Also wie gesagt, dieses Yasin, was er angebracht hat, kein Mensch weiß, was das bedeutet. Kein Mensch weiß, warum das da drin steht. Und der ist auch, da steht ja auch da drin ohne Kontext, ohne Zusammenhang. Also wenn da jetzt stehen würde, ich weiß nicht, wie man liest und wie man schreibt, Gott hat mir was von Yasin gesagt, dann könnte man sagen, okay, das hat eine Verbindung zu dem, was er gesagt hat. Aber gibt's nicht. Es gibt keinen Zusammenhang, keine Verbindung dazu, zu dem Thema, was er gesagt hat, mit diesem Yasin. Null. Das Yasin, keiner weiß, warum das da drin steht. Das sind zwei Buchstaben. Ja, vor allen Dingen, wenn man in die vorislamische Zeit geht, da findet man ja Allah auch schon. Allah ist ja schon eine heidnische Gottheit gewesen. Mondgott gibt sozusagen schon Jahrhunderte vor, bevor der Islam kam. Verschiedene heidnische Götter, Allah und so weiter. Das heißt, hat einfach diesen heidnischen Glauben genommen, hat die Hälfte aus der Bibel rauskopiert. Ja, aber das hat doch mit dem Yasin gerade nichts zu tun. Lass mich doch bitte kurz einmal noch das mit dem Yasin. Ja, aber ich sag doch gerade, was ich denke. Warum unterbrichst du mich jetzt? Weil ich sage. Nee, Sonnenschein, es ging lediglich um diese Sure Yasin. Verstehst du darum? Aber das, was du sagst, natürlich, das stimmt ja auch, ne? Aber ich glaube, der hat seinen Punkt, glaube ich, noch nicht fertig gemacht, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, oder? Weil dieses Yasin, wie gesagt, keiner weiß, was es bedeutet. Und was er jetzt daraus macht, ist, das sind einfach zwei Buchstaben. Und was er nicht beachtet ist, dass, weil man nicht weiß, was das bedeutet oder was das bedeuten könnte, hat man diesen Yasin im Koran einfach so stehen lassen, ohne dass man da irgendwelche Vokale hinzugefügt hat. Weil der Koran an sich, der gesamte Koran, ist ein Konsonantenschrift. Ja? Das heißt, es gibt gar kein B, Ba, Bi, Bu, gibt es nicht. Im Koran gibt es diese Buchstaben und man muss sich quasi aus dem Wort, zum Beispiel Allah, ja, Allah besteht ja, steht ja nicht, normalerweise steht da ja nicht so, ne, Allah, so man könnte das auch als, wenn man möchte, könnte man das auch als Ellu lesen oder Illa lesen. Geht genauso. Das heißt, man muss die Konsonanten reinsetzen, damit man halt versteht, was,
hast das Wort, die Vokale reinsetzen, diese Striche, damit man weiß, was es bedeutet. So, genau. Und es gab damals schon die Probleme, dass verschiedene Menschen Wörter im Koran falsch ausgesprochen haben, weil es diese Vokale nicht gab. So, und das heißt, dieses Yasin hatte auch eine Aussprache, nur keiner wusste, was das, wie man das ausspricht. Deswegen hat man da auch die Konsonanten weggelassen einfach. Und dann stand da nur noch Yasin drin. Weil man nicht wusste, was das bedeutet, hat man die Konsonanten weggelassen, die Vokale. Mhm. Genauso wie bei Elif, Lam, Mim. Weiß keiner, was es bedeutet. Deswegen hat man auch keine Konsonanten reingeschrieben. Sonst hätte man auch einfach die Konsonanten, die Vokale reinpacken können und sagen können. Ja, jetzt ist aber auch die Frage, ne? Wieso macht denn Gott sowas? Weißt du, was ich meine? Wieso nimmt er einen menschliches Werk? Das ist ja nicht Gottes Werk. Also, ne? Weil die Schrift. Ja, aber ich meine, ich weiß, dass es nicht Gottes Werk ist, so für dich und mich, aber jetzt so die Frage an die Muslime: Wieso macht es euer Gott? Weißt du, was ich meine? Also, hä? So unverständlich. Ja, das ergibt gar keinen Sinn, weil man sieht, dass es. Ergibt gar keinen Sinn, eben. Das ergibt gar keinen Sinn, weil 1000 Jahre vor Christus sind die Konsonantensprache, also die durch die phönizische Sprache überhaupt erstmal die Konsonantensprache entstanden. Das heißt, es ist keine Erfindung der Araber, dass sie geschrieben haben, wie sie geschrieben haben, sondern die Sprache war also die Schrift war tatsächlich, wie sie war. Da vorher gab es nur Keilschriften und Hieroglyphen. Sie haben sich an dem phönizischen Alphabet bedient. Das ist jetzt auch keine neue Errungenschaft. Und man hat sich tatsächlich die Vokale einfach dazu gedacht und dazu geredet sozusagen. Ich würde da gerne drauf antworten. Eine andere Frage, warum geht man überhaupt in diese kleinen Diskussionen über ein Buch, das wieso erstunken und erlogen ist? Warte mal, jetzt musst du aufpassen. Du beleidigst gerade eine Redaktion. Ja, red nicht so mit Erstunken und so. Und das ist wieso? Nicht wieso? Das hat mit Beleidigung. Nein, Sonnenschein, ich weiß schon, was der Sonne meint. Ja, klar, für uns ist es. Für uns ist es schon, ja, kann man sagen, so eine Lüge auf dem Sinne, weil das ja nicht Gottes Wort ist. Verstehst du? Ob das jetzt so irgendwie Geschichte da ist, das irgendwie wahr ist und so, das können wir jetzt nicht sagen, dass es eine Lüge ist, aber dass das jetzt Gottes Wort sein sollte, das ist jetzt eine Lüge. Ja, aber man sollte trotzdem so aufpassen, wie man redet. Okay. Ja, also die Aussage, dass die Bibel erstunken und erlogen ist und der Koran erstunken und erlogen ist und die indischen Veden erstunken und erlogen sind, keine wahren Religionen sind und keine Wahrheiten sind, ist nur eine Meinung. Das hat nichts mit Beleidigung zu tun. Doch, das müssen Menschen einfach aushalten. Menschen einfach aushalten, dass jemand der Meinung ist, dass das Märchenbücher sind. Ganz einfach, so wie die Brüder Grimm. Ja, du kannst aber auch anders ausdrücken. Ja, also ausdrücken. Märchenbücher würde ich auch sagen, so halt, aber so erstunken würde ich es nicht sagen. So. Das, ja, was ist denn dann ein Märchenbuch? Das ist ja dann auch. Aber warte mal, bevor wir das jetzt hier diskutieren und so, lassen wir den Emin jetzt zu Wort kommen und dann können wir das ja ausdiskutieren. Bitte. Also, ich erstmal danke fürs Hochnehmen. Bitte. Ich wollte auf den Punkt eingehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Analphabet war. Also er konnte bis zu seinem Tod weder lesen noch schreiben. Und das haben wir klar in den Hadithen aufgelistet. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie sehr kennt ihr euch mit der Hadith-Wissenschaft aus? Gar nicht. Wie sehr kennst du dich denn aus? Okay. Ich hab's ein bisschen gelernt. Okay, wenn du ein bisschen gelernt hast, ich habe eine Frage an dich. Ja. Diese Hadithe, die heute als authentisch gelten, ja. Das war halt die Entscheidung darüber, ob etwas authentisch ist oder nicht. Hat darüber ein Komitee entschieden, der neutral war, also nicht gläubig war? Oder ist das tatsächlich von Menschen verstanden, die sowieso pro-islamisch waren? Also das ist sehr wichtig. In Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Entscheidung über die Authentizität der Hadithe? Wir haben in der Hadith-Wissenschaft verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Natürlich, die Hadithe werden von Gelehrten authentifiziert. Das ist schon gut, dass schon mal das weiß. Ja, und dann das wiederum macht die Entscheidung wieder ein bisschen schwach, meiner Meinung nach, weil keiner der. Ja, warte. Unvoreingenommen ist, soll eine Entscheidung treffen, was authentisch ist und was nicht. Man kann natürlich als Pro eine Sache authentisch erklären mit Belegen, weil man ja eben diesen Weg dazu sucht. Ja? Man kann ja auch etwas widerlegen, weil man dann halt als schwach darstellen möchte. Aber im Endeffekt besteht trotzdem ein Interesse daran, dass der Islam dabei nicht zu Schaden kommt. Willst du mir jetzt widersprechen, wenn ich sagen würde, die Hadith-Wissenschaftler oder die Gelehrten, die haben Interesse daran gehabt, den Islam
zu schaden, wenn es denn die Wahrheit wäre? Nein. Die würden den Islam nicht schaden wollen. Warte mal, es gibt ja auch noch andere, es gibt ja auch noch andere Punkte, die zur Authentifizierung eines Hadiths sprechen. Genau, ja, aber du redest ja von deinen Büchern, allein von deinen Büchern. Das sind doch schon deine Bücher. Du argumentierst mit deinen eigenen erfundenen Büchern. Das ist das Gleiche. Du sagst das Gleiche doch auch über das Christentum. Ihr sagt ja über das Christentum, die Bibel wurde verfälscht. Aber wenn euch jetzt jemand sagen würde, eure Bücher sind nicht echt, das sind einfach nur Märchengeschichten, da sagt ihr, nee, in unseren Büchern steht, dass es die Wahrheit ist. Ja, aber in deinen Büchern, wen interessieren jetzt deine Bücher? Guck mal, Sonnenschein, ich würde gerne erstmal ein bisschen ausreden, ja? Also klar, ich respektiere eure Meinung und ich höre mir auch gerne eure Position an, aber ich würde halt erstmal gerne ausreden. Okay. Es gibt erstens, die Hadithe werden von Gelehrten klassifiziert. Es gibt 4 verschiedene Stufen. Dann werden sich die ganzen Biografien von den Überlieferern angeguckt. Das sind mehr als 500 Milliarden. Ja, und? Es wird geguckt, ob diese Person einmal in ihrem Leben gelogen hat. Selbst dieses eine Mal würde dafür sprechen, dass dieser Hadith weniger authentisch ist. Ja, und? Das heißt, die Hadith-Wissenschaft ist einer der sichersten Wissenschaften. Ja, und dann? Nee, gut, das behauptest du, ist aber für dich so. Ja, eben, deswegen sage ich und dann, okay, aber was willst du jetzt damit beweisen? Also ich habe da jetzt keinen Beweis. Wenn man ein Hadith als authentisch klassifiziert, als Sahih klassifiziert, dass dieses dass da nichts irgendwie rummanipuliert worden ist. Aber das war doch kein unabhängiges Komitee oder so. Das waren doch sowieso Moslems selber, die das entschieden, die das halt gemacht haben. Gelehrte Moslems, ja, aber trotzdem Moslems. Okay, kann ich jetzt als Laie beispielsweise ein Buch von Stephen Hawking klassifizieren, ob dieses authentisch ist oder nicht? Ein Koran sollte nicht so kompliziert sein, der Islam sollte nicht so kompliziert sein, dass man erstmal ein Fachmann in dem Bereich sein werden muss. Also guck mal, wo du gerade das Thema hinziehst. Muss man nicht. Nur um jetzt irgendwie dich in Recht zu bringen, ziehst du gerade solche Vergleiche heran, die voll ins Absurde gehen. Aber nicht mit mir, Kollege. Vor allen Dingen, wie eine Argumentation oder wie man etwas beweist, läuft ganz anders. Schau mal, ich sag dir jetzt folgendes Argument, so wie du das auch sagen würdest. Also es gab einen Mann, das war ein amerikanischer Autor, der hat in 1950 ein Buch geschrieben mit dem Titel Dianetik. Der hat eine Sekte gegründet, die hieß Scientology, die gibt es heute noch. Jetzt gehe ich zum Scientologen hin und sage ihm, das ist alles erstunken und erlogen, was du da in deinem Buch schreibst. Dann sagt er, aber guck mal, in meinem Buch steht doch das und das und das. Aber mich interessieren die Bücher nicht. Du musst mir einen Beweis liefern, dass die Religion stimmt und nicht die Bücher. Aber um den Beweis zu finden, brauchst du die Bücher darin. Nein, deine Bücher sind ja selbst Teil deiner eigenen Ideologie sozusagen. Wenn du es schaffst, einen Widerspruch in diesem Buch zu finden, dann erkläre ihn mir. Oder wenn du es schaffst, ganz ehrlich, ihr kommt immer mit dasselbe, aber ihr kapiert es nicht, dass eure Bücher, der Koran und die Hadith, das sind keine Grundlage für einen Beweis. Verstehst du, was ich meine? Was Weil ist denn sonst ein die Beweis? Christen können ja auch sagen, ihre Bibel oder ihre Bücher, ja, genau. Das ist der Beweis für gewisse, was weiß ich, Wunder oder was weiß ich, was Jesus oder Jesus ist Gott oder so. Aber in Wirklichkeit, es ist doch kein Maßstab. Genau. Aber das musst du doch kapieren. Das ist dasselbe Argument, wie wenn ich jetzt nach Indien reise und ein Hinduist sagt mir. Sonnenschein, das ist einfach so diese Indoktrinierung eurer Religionen. Ihr dürft nicht außerhalb des Islams denken. Und das ist nämlich auch so dieses Schutzfaktor von eurer Religion. Das heißt, sobald ihr außerhalb des Islams denkt, ihr seid dann irregeleitet. Deswegen, ihr dürft es ja nicht, weil sonst kommt der Scheitan und tut euch irgendwas einflüssen, was und so weiter. Okay. Die Argumentation kann ja wirklich, so wie Lara das eben gesagt hat, die Argumentation findest du ja in unzähligen Religionen. Du kannst jetzt nach Indien reisen, da wird dir ein Hinduist sagen, also unsere vedischen Schriften sind aber 2500 Jahre älter als der Koran und auch älter, 1000 Jahre
älter als die Bibel und da ist, macht auch alles Sinn innerhalb der Bücher. Aber wenn ich die Bücher selbst, wenn ich mit den Büchern selbst argumentiere, komme ich aus diesem Gedankengefängnis gar nicht raus. Wenn du eine Religion widerlegen möchtest, was ihr hier versucht, dann müsst ihr auch auf die eigenen Schriften zurückgreifen. Du kannst okay, wie Atheisten, Okay, Atheisten, welche Schriften haben wir? Nein, er meint das nicht. Genau genommen, machst du einen Denkfehler. Also du machst dann gerade einen... Lass mich mal ausreden, bitte. Lassen wir ihn bitte ausreden, genau. Aber okay, ja, bitte. Wenn du versuchst, den Islam zu widerlegen, dann musst du auch von Koran und Sunna nehmen. Wenn du versuchst, das Christentum zu widerlegen, dann musst du von der Bibel nehmen. Wenn du versuchst, das Judentum zu widerlegen, dann musst du vom Talmud, von der Tora nehmen. Also, was machen wir? Einen Denkfehler bei der ganzen Geschichte. Es muss, die Beweislast liegt nicht bei dem, der es nicht glaubt, sondern der etwas behauptet. Du behauptest, die und die Religion ist die Wahrheit. Der andere, der daneben steht und sagt, ich glaube nicht daran, dass es die Religion ist, dass es die Wahrheit ist. Wo liegt die Beweislast? Ich kann alles behaupten, was du willst. Die Beweislast liegt bei mir, wenn ich etwas behaupte, dass es so ist. Und nicht bei dir, der daneben sitzt und zu mir sagst, also das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, was du erzählst. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht die Beweislast von uns zu sagen, ich beweise dir das Gegenteil, sondern du musst beweisen, dass es die Wahrheit ist. Naja, wenn du etwas der Lüge bezichtigst, beispielsweise du sagst jetzt, keine Ahnung, Ibn Kathir, Rahimullah ta'ala, war ein Lügner, dann musst du ja irgendwie beweisen können, dass er gelogen hat. Nein, es geht um was ganz anderes. Es geht darum. Schau mal, warte ganz kurz, Sonnenschein, bitte, kleinen Moment. Schau mal, ich mache das ganz einfach. Wir sagen nicht unbedingt, dass die gelogen haben, sondern die Frage ist eher, woher weißt du, dass Ibn Kathir überhaupt den Koran richtig verstanden ist, wie Allah das überhaupt meint? Das heißt, laut dieser Logik könnte ich ja auch Verse nehmen von dem Koran und selber interpretieren. Und wer weiß dann, dass ich den Koran verstanden habe? Das ist jetzt Ding. Woher hast du diese Sicherheit? Weil im Endeffekt sind es ja Menschen, die wo Fehler haben. Und der hat ja nur durch seinen Verstand den Koran so und so verstanden und dann quasi in einem Buch verfasst. Jetzt nochmal die Frage zusammengefasst, bitte. Die Frage ist, woher weißt du, beziehungsweise woher nimmst du die Sicherheit, dass Ibn Kathir überhaupt richtig den Koran verstanden hat? Weil er die Religion gelernt hat. Das ist keine Dings. Scheiße, ihr habt leider keine Antworten. Das ist halt die Sache. Okay, pass auf. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich habe das Christentum jetzt nicht gelernt. Ich mache gerade ein Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt als Muslim sage, der und der Vers aus der Bibel ist so zu verstehen, würdest du das annehmen oder würdest du das nicht annehmen? Oder anderes Beispiel bei Atheisten. Wenn ich jetzt ein Buch nehme von, keine Ahnung, Stephen Hawking oder Albert Einstein und dort einen Textabschnitt rausnehme und sage, das ist so und so zu interpretieren, würdest du das annehmen? Also keiner würde irgendetwas irgendwie annehmen. Man könnte sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung darüber, der behauptet das hört sich plausibel an, kann ich ja so erstmal annehmen. Und wenn ich mir dann eine andere Interpretation anhöre, bin ich immer noch bereit, das umzuschwenken und dann vielleicht zu sagen, hey, das hört sich halt logisch an. So, aber diese Möglichkeit habt ihr im Islam nicht, deswegen kannst du das auch nicht vergleichen, weil wir sind nicht so fixiert darauf, dass wir irgendeine Sache als felsenfest übernehmen müssen. Wir sind immer bereit, die logischere und die neuere Erkenntnis immer wieder anzunehmen und die ältere zu ändern. Wenn wir sehen, dass Albert Einstein oder sonst wer Wissenschaftler Fehler gemacht haben oder das können wir nicht akzeptieren, weil wir vielleicht das eventuell nicht verstehen oder keine Ahnung, das passt nicht so, dann können wir das ablehnen. Wir sind aber nicht verpflichtet, das anzunehmen. Aber bei euch ist es so, egal was der Koran sagt, ob ihr das versteht oder nicht versteht, ob es eure Logik betrifft oder nicht, bitte, du musst alles nehmen, das ist der Unterschied, verstehst du? So, und jetzt ist wichtig zu verstehen, wir nehmen alles aus dem Koran an. Ohne zu hinterfragen. Aber warte, wir nehmen das an, was man uns erklärt hat. Beispielsweise,
wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe alles Lebende oder alles Lebendige aus dem Wasser erschaffen, konnte man damals wissen, dass alles Lebendige aus dem Wasser entstanden ist? Aber wenn ich dir jetzt sage ja, wenn ich dir jetzt sage ja und ja. Dir auch zeige wo, nimmst du dann diese andere Religion an oder die andere Mythologie an? Lässt du dann deine Religion stehen? Nein, weil es... Aha, siehst du? Also aha, siehst du, genau das ist die Sache. Okay, wieso hast du mit ja, nein beantwortet? Bitte schön, antworte mal die Frage. Wieso nein? Weil es auch im Koran steht. Merkst du? Aber merkst du was? Doch grade, der ich sage dir doch gerade, dass auch vor dem Koran andere Mythologien auch darüber geredet haben, dass alles aus dem Wasser kommt. Ja, natürlich. So, würdest du jetzt, wenn ich dir zeige, wo du das nachlesen kannst, würdest du jetzt deinen Koran verlassen und sagen, ey, krass, das hätte damals ja, der Koran hat das von denen geklaut, aber die hätten das doch niemals wissen können. Das heißt, deren Gott muss doch der wahre Gott sein. Würdest du das jetzt machen, wie du es jetzt beim Koran machst? Weil du sagst ja gerade, im Koran kann das vorher keiner gewusst haben, also glaube ich daran. Ich habe das jetzt einfach in den Raum gestellt. Ich habe gesagt, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Ich hab nie gesagt, dass es davor nicht gab. Ja, aber du gehst doch vom Beweis. Du hast jetzt gemeint, so, das ist jetzt irgendwie so ein Beweis, weil das Leben aus dem Wasser entstanden ist und bla. Das und war ein Beispiel. Ja, Beispiel eben, aber so okay, ein Beweis. Was wolltest du mir Beispiel aussagen? Aber, ja. Wo sollte ein Beispiel hingehen? Ja, ich habe es vergessen, weil ihr mich unterbrochen habt. Nee, ich glaube, wir haben das schon gut getroffen. Deswegen hast du keine andere Ausrede mehr. Also, nein. Ja. Okay, also dann. Ihr müsst halt Leute auch einfach mal aussprechen lassen. Hä? Du hast ja, okay. Hä? Okay. Okay, tut mir leid. Also, ja, okay. Also, wir haben ja darüber geredet, dass ich bin immer wieder der Meinung, wenn ich jetzt irgendeine Interpretation höre von irgendeinem wissenschaftlichen Stand oder von irgendetwas, kann ich das annehmen für mich, wenn es sich logisch anhört, aber ich bin auch immer bereit, das wieder zu abzulegen und eine noch logischere Aussage anzunehmen. Daher kam das Gespräch. Und im Islam ist es halt nicht so. Im Islam ist es so, dir wird was gesagt und man darf das nicht uminterpretieren. Man lässt keinen Raum für andere Meinungen. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann spaltet sich die Religion. So krass. Also das heißt... Das ist falsch. Man darf... Warte. Man darf den Koran selbst nicht interpretieren, wenn man kein Wissen hat. Das heißt, man ist quasi... Ja, noch Schiiten und Sunniten. Man ist quasi daran gebunden, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Genau, das gebunden, das gibt es halt in meinem Leben nicht. Ja, ich kann es mir anhören, ich kann mir gucken, wie logisch es anhört, ich kann mir auch andere Sachen anhören, wie logisch der ist. Und ich verlasse dabei nicht irgendwie, zum Beispiel, es geht beispielsweise um irgendein Wissen, sagen wir mal, um irgendwie so ein schwarzes Loch. Ja, und dann gibt es Wissenschaftler, die sagen das. Und dann höre ich mir das an. Und dann höre ich mir den anderen wieder an. So. Und wenn das jetzt zwei andere Meinungen sind, weiß ich, dass es zwei verschiedene Meinungen gibt. Ich weiß, dass wir das vielleicht nicht 100% wissen, aber es heißt nicht, dass ich jetzt den Glauben am schwarzen Loch verlieren muss. Ich weiß, dass die Menschen das nicht richtig erklären können. Das Problem hast du aber im Koran. Du darfst nicht glauben, dass irgendetwas nicht gut erklärt worden ist, weil der Urheber ja, der Erklärer, Allah ist. Und deswegen gibt es da keinen Raum dafür, dass man behauptet, dass der das vielleicht nicht richtig erklärt hat. Oder dass der vielleicht falsch liegt. Du machst einen Fehler. Du beziehst die Quelle nur aus dem Koran. Aber wir haben Koran und Sunna. Es gibt eine Aussage von einem... Ist das dasselbe im Endeffekt? Nein, ist es eben nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wir haben guck mal, der Koran ist für die Sunna ist für den Koran. Der Koran ist Gottes Wort und die Sunna erklärt Gottes Wort. Also von daher, wenn du das ganz jetzt logisch stimmst, ist ja irgendwie das Gleiche. Es ist im entferntesten Sinne das Gleiche. Also guck mal, die Sunna weißt du, woher ich sage, dass es das Gleiche ist? Weil der Prophet Mohammed, der hat ja seine Entscheidungen nicht durch seine, jetzt laut dem Islam, durch seine Gelüste entschieden, ne, sondern durch Gottes Offenbarung bzw. durch seine Erlaubnis. Er kann sich doch einfach nicht so eine eigene Meinung hier machen. Und weißt du, was ich meine? Deswegen, wenn du genauer nimmst, das ist das Gleiche. Verstehst du, was ich meine? In der Sunna stehen nicht nur Dinge drin, die den Koran erklären. Es stehen auch viele Geschichten beispielsweise drin, wo es zu Ereignissen kam, die für uns Muslime wichtig sind.
wie wir uns zu verhalten haben, beispielsweise. Ja, okay. Und? Ja, ist das jetzt die Grundlage deiner Religion? Also ist das jetzt die Grundlage von dem, woran du glaubst? Es gibt eine Aussage von einem Gelehrten. Aber das heißt, ich will nur sagen, das sind ja keine Sachen, die eben beweisen, dass es Gott gibt. Das können Menschen genauso gut. Diese Regeln, diese Verhaltensregeln, dass das doch nichts Göttliches ist. Warum reden wir jetzt darüber? Ich verstehe das jetzt nicht. Nochmal bitte. Also warum reden wir jetzt über diese Verhaltensregeln? Das sind menschliche Sachen, das kann auch jeder Mensch gewesen sein. Also ich will ja von dir wissen, was dich im Endeffekt geht es darum, dass du jetzt uns zeigen sollst, was macht denn den Islam so göttlich, so wahrhaftig, so beweisbar göttlich, meine ich jetzt. Ja, dann brauchst du mir doch nicht sagen, es geben halt Hadithe, die erklären halt, wie man sich zu verhalten hat und so. Das ist doch egal, darum geht es doch gar nicht. Das ist ein Beispiel. Das soll ja zeigen, dass die Sunna eben nicht dem Koran gleicht. Was? Weiß nicht, ob du dann ist das ja keine Sunna. Die Sunna ist ja nur, das, was im Endeffekt vom Propheten kommt. Sein Reden. Richtig. So. Und wenn dort irgendwelche Fehler sind, ja, dann ist das genauso schlimm, wie wenn man den Fehler im Koran sieht. Weil Mohammed war ja kein Mensch wie du und ich. Er war ja etwas, ne, Vollkommenes. Und der hat ja auch nicht gehandelt, wie Lara gerade gesagt hat, irgendwie als eigener persönlicher Mensch, sondern er hat ja auch im Rahmen von Allah gehandelt. Genau. So, und du brauchst mir jetzt nicht irgendwelche Sachen erzählen, die dann halt, die er gesagt hat, die auch okay sind. Ja, um die geht's doch gar nicht. Das kann doch jeder andere Mensch hat es auch machen können. Viele Menschen können die Sachen sagen, die okay sind. Das macht die Sunna macht das ja nicht irgendwie heilig oder so. Ja, es reicht ja, wenn eine Sache falsch ist. Über die ja, wenn eine Sache falsch ist, dann wird die als unauthentisch klassifiziert. Ja, genau, weil, das ist ja Herangehensweise von warte. Wenn eine Sache als unauthentisch klassifiziert wird, dann haben wir Beweise dafür, dass dieses auch wirklich unauthentisch ist. Dann haben wir beispielsweise keine authentische Überlieferungskette oder kein authentischer Inhalt von der Überlieferung. Du hast jetzt